So Leute, der Controller ist jetzt geladen. Das heißt, wir können jetzt doch noch. Ich habe meine Mütze vergessen. Wartet, ich bin gleich wieder da. Perfekter Folgenstart, ich weiß. So. Jetzt. Controller ist geladen. Was muss ich machen? Einfach da oben hinhalten. Was? Okay, aber die anderen habe ich nicht. Ich habe nur hier, der wegeditiert wird, die Hose, weil sie blau ist, die Mario-Figur. Als Amiibo. Und als ob uns das neue Waffen gibt, das wusste ich gar nicht. Das ist jetzt auch irgendwie so ein bisschen unerwartet. Dann rennen wir mal ganz kurz zurück und gucken, ob die gut sind. Und dann schauen wir in die neue Welt rein. Versprochen, Leute. Weil, wie schon in der letzten Folge angeteasert, die neue Welt ist wirklich die beste von allen, also meiner Meinung nach. Und ich freue mich schon extrem darauf. Sie wird auch wieder etwas schwerer, es kommen neue Gegner etc., aber das ist episch. Ganz rechts. Nein! Ach komm. Wo denn? Okay. Scheinen jetzt nicht die besten Waffen zu sein. Okay. Schade. Ich dachte jetzt Ultra Upgrade, aber Leute, von Anfang, wenn ihr eine Mario Amiibo habt, benutzt die. Lässt euch aufleveln, falls ihr das DLC nicht habt mit den Pixel-Waffen, also die Gold Edition von dem Spiel. Genau, es gibt eine Gold Edition vom Spiel. Ich hab keine Ahnung, wo ich die Verpackung habe. Nee, Luigi's Mansion, Smash Bros., Donkey Kong, 3D All-Stars und Odyssey liegt hier bloß. Keine Ahnung. Aber eben, wenn ihr die Gold Edition holt, die kostet etwas mehr, aber dafür habt ihr von Anfang an schon gute Waffen und habt auch keine Probleme. Genau, hier ist es schon, die Welt. Und zwar die schaurigen Pfade. Und Leute, es wird düster. Das ist die Grusel-Horror-Welt vom Game. Ich glaube, wir haben auch gelernt, wie wir jetzt solche Statuen hochheben können. Episch. Keine Ahnung, was es jetzt bringt im Endeffekt. Es bringt ist gar nichts. Wir können uns was anschauen. Sie preisen den Geist von Papa Rabo, dem Wächter der Zeitwaschmaschine. Ja gut. Dafür bin ich hierher. Okay. Okay. Oh, ein Red Ring. Das heißt. Das ist nicht wahr. Boah. Okay, das könnte lustig werden. Oh Gott. Aber es ist eine coole Idee, so schon mal ein bisschen die Mechanik von den Dings zu erklären. Von den Statuen zu klären. Wir kriegen natürlich eine neue Waffe, so wie immer zum Start einer neuen Welt. Und ja. Für wen ist es? Für Peach. Ich weiß es nicht. Aber würde passen, ja, weil wir sie gerade erst freigeschalten haben und sie noch relativ unterlevelt ist und das können wir noch nicht. Okay. Ja, dann. Wie würde Mario so schön sagen? Let's go! Ich klinge eher wie Luigi. So, hier oben könnt ihr ein bisschen was lesen. Das kann man so durchswitchen mit dem Stick. Ja. So ein paar kleine Infos halt nebenbei. Ja. Schaurige Pfade. Ein Ort, der seinen Namen verdient, wie ich sehe. Keine Anzeichen von Bowser Jr. oder Spawny. Sie könnten überall sein. Richtig episch. Aha, vielleicht hat unser geheimnisvoller Wohltäter die Antworten, die wir suchen. Bravo, ihr habt die schaurigen Pfade gefunden. Da oben fehlt das Z.B. Ist es hier nicht toll? Seht euch das Tor vor euch an.
Wow, unser Schutzengel ist gut. Hinter dem Mondtor befindet sich das Mittel... Wartet mal ganz kurz. Ich glaube, da stimmt was... Ich mache ein bisschen den Sound im Hintergrund lauter. So, hinter dem Mondtor befindet sich das Mittel gegen die Plage, die das Pilzkönigreich schon viel zu lange heimsucht. Ein vor langem entschlaffener Meister wird erwachen und die Dinge zurechtrücken. Aber um zu ihm zu gelangen, müsst ihr die beiden verlorenen Relikte der Güte suchen. Findet die Relikte und der Meister, ein Herr Tom Fahn, wird erwachen und voller Freude vor euch singen. Oh, das hört sich gut an. Nun, wir haben nicht viele Anhaltspunkte, aber zumindest haben wir einen Plan. Suchen wir diese Relikte, einverstanden? Ja, habe ich nichts gegen. Wäre gut, wenn wir mal etwas vorankommen würden. Suche nach Tom Fahn. Ich finde den Namen cool. Tom Fahn. Okay, hier kommen wir irgendwann später zurück. Hier links wahrscheinlich. Nein, hier nicht. Okay. Also suchen wir mal diese Relikte. Ich finde, diese Welt ist bombastisch. Vor allen Dingen... Sie ist so wahnsinnig groß. Ich glaube, es ist sogar mit einer der größten... Nein, genau. Hier müssen diese Relikte der Güte hin. Die wir jetzt suchen. So, das hier ist sozusagen, hier ist die Hauptlobby, wo wir immer mal wieder hinlaufen müssen. Besiege 10 Gegner, mache ich. Wir werden uns natürlich erstmal die Gegner anschauen. Und zwar haben wir jetzt schaurige Ziggis. Nur Ziggis hier an Bord bis jetzt? Das wäre langweilig. Ja. Und Buhus, die festgehalten werden. Kampfzentrale. Wir haben ja vorher eine Waffe für Peach freigeschalten. Nicht, dass die jetzt automatisch stärker ist. Nein, sie ist noch unter unserer jetzigen Waffe. Und Mario sowieso. Mario ist der, der sowieso bei mir am meisten gelevelt wird, weil er einfach nicht weggelassen werden kann. Mario, du kannst dashen. Mario, du kannst springen, eine Stampfattacke machen und dich hier hinstellen. Dashen. Leute, ich habe vergessen, eine Folge zu nennen. Wir dashen alle weg. Mach ich nicht. Dashen. Dashen. Und dann stelle ich mich hier hin und hau die zwei weg. Beziehungsweise den einen halt direkt weg. Außer Peach kann auch irgendwie darüber... Nein, kann sie nicht. Dann wird sie auf jeden Fall... Ne, den da oben dashen. Und wird sich auch um den da oben kümmern. Ja, 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 doch, doch, doch. Sie macht nämlich 40 Schaden mit dem Dashen. Ja. Pam. 150 Schaden ungefähr. Ja gut. Warum ist alles... Stimmt irgendwas mit der Belichtung nicht oder so? Ich werde nämlich wegeditiert, obwohl es ein relativ dunkler Bildschirm ist. Wartet mal ganz kurz. Facecam. Bilder. Nee, irgendwas ist da ein bisschen komisch gerade. Ich kann noch ein Stück zurückgehen. Bisschen so. Nee, lohnt sich nicht. Okay, keine Ahnung. Wir machen auf jeden Fall mal Prinzessin im Blick an. Mario könnte den rausnehmen. Rabbit Peach. Nee, Rabbit Peach, du machst den da weg. Oh, sogar. Sehr schön. 100 Schaden. Wahnsinn. Also diese Level-Ups, die wir bekommen, wenn wir eine Welt abgeschlossen haben, die lohnen sich auch wirklich. Mario könnte doch... Ja, Mario, mach du auch mal die Heldensicht an. Rabbit Peach, du musst gar nichts machen. Mal gucken. Er wird dashen. Zack, wird aber direkt rausgenommen. Der wird von ihr rausgenommen. Beziehungsweise Mario schießt nach und er ist weg. Dream Team, Leute. Dream Team hier. Ich hoffe nicht, dass es mit diesem Wegeditieren so bleibt. Weil es eigentlich eine sehr düstere Welt ist. Und ich daher erhofft habe, nicht allzu weit weggehen. Da ist ja nichts hell auf dem Screen.
Also ich könnte es natürlich noch einfacher machen und so. Oder ich könnte es so machen. Dann würde ich sehr wenig wegeditieren. Aber dann sehe ich halt nichts. Keine Ahnung, an was das gerade liegt. Haben wir denn hier irgendwo Gegner in der Nähe? Wo hat der da? Treffen wir aber überall zu 0% mit Rabbit P. Dann könnte Peach theoretisch... Wo sind denn noch Gegner? Sehe ich das richtig, dass hier... Dass es nur noch ein einziger ist? Ja, Mario, wo, bis wohin kannst du? Du kannst bis hierher. Dann stellt sich Peach mal hier hin. Der schießt, okay. Also nicht okay, aber... Von mir aus... Ich finde das gerade echt schlimm, dass ich so weit weggehe. Was liegt denn das? Ich gehe noch ein Stück zurück. Es wird nicht besser. Keine Ahnung, an was das liegt. Warte mal. Mario kann dann ja springen. Und... kann keine Stampfattacke machen. Dann stellt sich Mario dahin. So, dann müssen wir warten, bis neue Gegner spawnen. Hammer und Waffe machen genau gleiche Schaden, also nehme ich die Waffe, ist klar. Crit Hammer. Raus. Ja, super, es ist kein Gegner da. Doch, Siggis. Okay. Kümmern wir uns jetzt erstmal um die. Wieso... Das ergibt für mich gerade überhaupt gar keinen Sinn, dass ich den einen treffe, aber den anderen. Ich könnte mich da hinstellen, dann würde ich beide zu 100%. Aber es ist ja Mario von dem her. Peach, könntest du von Mario abspringen und dich hierhin platzieren? Ja, weil dann könnte sie theoretisch beide treffen. Ach, du kriegst jetzt erst zwei Schüsse ab. Mit Tinde. Sie kann nicht angreifen. Und Mario kommt nicht zu ihr. Okay. Mario, da musst du dich darum kümmern, dass Peach so wenig Schaden wie möglich erleidet. Weil das jetzt gerade ein bisschen... Wieso macht er das hoch? Weil das gerade etwas semi ist. Und Rabbit Peach rennt... einfach mal weitestgehend nach vorne. Und muss eine Bombe fahren. Können wir auch gerade gucken, wie viel Schaden so eine Bombe macht. Also die neuen jetzt. Wieso spawnen die denn direkt? Wieder Tinte. Explosion, er ist weg. Also wir müssen erstmal Peach befreien. Mario springen. Dann stellt sich Mario dahin. Wird angeschossen. Kriegt Tinte. Das kann doch nicht wahr sein. Peach wird ihn rausnehmen, okay? Mit Feuer. Stirb! Tschüss! So, dann wäre der schon mal weg. Dann als nächstes wäre Mario dran, der keinen Gegner treffen kann. Wo wäre denn der erstbeste Gegner? Gibt es überhaupt welches? Ist ja noch... Nicht hier hinten. Hier ist noch einer. Falls er kommen sollte, ist er weg.
Ich möchte, wenn dann eine 100% Trefferchance. Nee, dann. Nee, dann laufe ich nicht. Nee, das lohnt sich sonst nicht. Er trifft zu 100%, wir aber nur zu 50%. Er macht gar nichts. Okay. Verstehe den Gedankengang. Überhaupt nicht. Mario kommt jetzt genau bis zu ihr. Es kann nicht sein, dass ich die bloß zu 50% treffe. Warte, dann lass erstmal Peach schießen. Beziehungsweise das hier. So eine Granate werfen. Frost. Mario springt. Platziert sich dahin. Er wird wahrscheinlich nicht treffen. Doch, er trifft und wir haben gewonnen. Gut. So geht's natürlich auch. Also, die neue Welt, ihr seht's, einfach nur episch. Auch das Design und so, dass es ein bisschen gruselig sein soll. Finde ich, haben sie sehr gut hinbekommen. Schon direkt das erste Kapitel abgeschlossen. Hey, das große Tor dort drüben, das sich gerade geöffnet hat. Ein Zufall? Ich glaube nicht. Oh, und Seitentore. Interessant, dass diese kleinen Seitentore auch aufgehen. Vielleicht sollten wir sie uns ansehen. Wir sollten erstmal, also Münzen können, also Münzen sind ja nicht da, um Leute anzulocken oder so. Aber ich würde die schon gern einsammeln. Oder auch nicht. Wir gehen nämlich hier runter. Hier unten gibt es nämlich immer so kleine, wie Mini-Missionen, so Sidequest-mäßig, wo man theoretisch sich etwas holen kann. Hier zum Beispiel eine Kiste. Da oben ist auch eine, aber da können wir nicht hin. Wir haben, oh, unsere erste Tarot-Karte oder Tarot-Karte, wie auch immer man das ausspricht, ich habe keine Ahnung. Das sind diese Weissage-Karten da. Die sagen, ja, du kriegst eine Pizza. Freue dich. Deiner Macht. Ihr wisst schon. Ja, von diesen Wahrsagern, die mit ihren besonderen Karten da immer. Ihr wisst, was ich meine. Schauriger Ziggy. Wir gehen nochmal kurz hier hoch, denn da war die Röhre, die zu der Kiste hier links führt. Also. Schätze ich mal. Ja, der führt uns sogar hier einmal out of map, beziehungsweise halt außerhalb der Burgmauern. Und hier haben wir eine Kiste und zwar ein 3D-Modell von einem schaurigen Gehilfe. Ich finde, die sehen alle cool aus. Die haben nämlich hinten, ne? Also auf der Rückseite. Wie kann ich das zeigen? Ich kann es zeigen. Wo ist mein Finger? Da. Hier auf der Rückseite von dem, auf der Rückseite vom Kopf der Rabbits haben die alle irgendwie nochmal so wie so ein Gesicht aufgemalt. Ich mache mir gerade echt Sorgen, dass irgendwie das Licht... Weil das ist jetzt auf einmal so komisch. Wenn ich mich gerade hinsetze, nicht das nur, wenn ich so runtergehe. Ich setze mich mal ganz gerade hin. Hol das Mikro. Komm, hoch. Nicht einfach nur wackeln. Hol das Mikro. So ist es schon viel besser. Gut. Gehen wir nochmal runter und gehen wir hoch. Also hier links runter, hier hoch. Und schauen mal, was wir hier machen können. Hier gibt es eine Kiste. Und wieder solche... Uhus. Ja. Hier bekommen wir hier hin. Zu noch einer Kiste. Also es gibt extrem viele Dings. Hier heißkalter Start. Irgendwas. Sätze konnte ich nicht mehr entziffern. Da oben. Nein, da geht es auch nicht lang. Hier sonst nirgends. Gut, gehen wir wieder zurück. Hätten wir das schon mal erledigt. Ich sitze wieder nicht richtig da. Ich sehe es. So. Wo kommen denn die Rabbit-Geräusche? Ach da! Oh Gott! Oha, ich hoffe, die haben da drin kein Feuer im Kamin. Ja, ich hoffe auch, der Arme. Wobei, das sind richtige Dödels. Eigentlich ja nicht. So, schreiten wir hindurch, durch das große Tor. Und durch das zweite große Tor. Und durch das dritte große Tor. Und déjà vu, I've just been in this place. Hier geht's weiter, dann gehen wir da nicht lang. Weil hier gibt's noch einen Rotring, an den kann ich mich sogar erinnern.
Und hier gibt es noch was zum Nachbauen. Ganz unten in die Ecke. An zweiter Stelle von oben. Zweite Stelle von oben. Und einfach der jetzt nach links. Okay, das stimmt schon mal nicht. Warum? Was ist falsch? Das ist doch richtig. Die sind gleich groß. Dann kommt der und dann... 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3... Das ist doch exakt... Oder muss ich es spiegeln? Wahrscheinlich muss ich es spiegeln. Das heißt, du musst ganz nach da unten. Weil es gab auch so Aufgaben, da musste man die Sachen einfach spiegeln. Ja, das hört sich schon so an. Ja. Ja, spiegeln. Gut. Manchmal musste man sie nämlich bloß nachbauen, manchmal spiegeln. Komm. Jo, 20 Powerkugeln, sehr schön. Und ein Rotring, kurz gucken hinter mir. Natürlich spawnt da auch was. Es ist wichtig, wenn ihr so einen Rotring macht, schaut auf jeden Fall hinter euch. Und mit Rotring meine ich jetzt nicht die Marke. Wo ist der letzte? 5. 6. Hallo? Wir haben irgendwo einen verpasst. Oder ist hier noch einer? Nein. Oder geht's? Hä? Eins, zwei. Hä? Drei. Oder hier gibt's noch einen. Da ist noch einer. Da. Aber es fehlt dann trotzdem noch einer. Außer hier ist noch eins. Nein. Hier drüben. Da ist wirklich keins. Nee. Nee, da fehlen immer noch zwei. Nee, einer fehlt. Ja, aber wo? Oder ich übersehe vielleicht oben noch einen. Mal kurz gucken. Ja, ich übersehe hier einen, klar. Jetzt haben wir aber alle. Ich habe schon wieder einen vergessen. Oh Gott. Jetzt könnte es knapp werden. 6. 7, nee, reicht. Und 8. Yes, neue Waffe für uns. Und da vorne fängt auch schon Kapitel 2 an. Ach, ich freue mich schon. Vor allen Dingen auf den Bosskampf dieser Welt. Der ist so episch. Der ist so episch. Dornböschen. Für Mario. Bist du stärker? Da wird immer gespoilert. Aber es lohnt sich. 30% mehr gegen Valkyren. Ihr habt keine Ahnung, was das ist. Also noch nicht. Noch nicht, noch nicht. Wie es denn im zweiten Kapitel aussieht, was uns hinter dieser Röhre erwartet, seht ihr beim nächsten Mal. Ich werde schon wieder... Was ist denn das? Ich werde mich auf jeden Fall hinsetzen und gucken, warum das so komisch ist mit dem Green Screen. Ich könnte mich theoretisch auch hier nach hinten setzen. Ich setze mich auf jeden Fall weiter weg. Nee, geht nicht, dann sehe ich ja nichts mehr. Also ich will schon so da sein, aber halt... Ist komisch hier. Mal gucken, ob ich irgendwas mit dem Licht oder so... Ich habe keine Ahnung. Oder ich setze mich halt wirklich... Nee, sturmmäßig. Hier nach hinten. Werdet dadurch nicht ganz so viel wegeditiert und ihr seht mich besser. Ja, ich glaube, ich mache das so. Auf jeden Fall, wenn euch das Video gefallen hat, würde es mich freuen, wenn ihr hier da unten, so circa ziemlich hier oder da, je nachdem, wie ihr das Videoformat habt, den Daumen nach oben drücken würdet. Würde mich sehr unterstützen. Ihr könnt auch gerne abonnieren, die Glocke aktivieren, damit ihr auf jeden Fall das zweite Kapitel nicht verpasst. Bis zum nächsten Mal. Bis dann, Leute. Ciao.